Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es kommt so überraschend. Bitte, Charlie, ich muss einfach wissen, was damals passiert ist. Bella hat gerade erst erfahren, dass sie adoptiert wurde. Ihr ganzes Leben steht Kopf. Bitte, Charlie, sag, was du weißt. Ute Berger ist nicht deine Mutter. Ich bin es. Dein Vater und ich, Olli, wir haben uns geliebt. Ich weiß, es war falsch, aber wir waren jung und es gab eine Zeit, da konnten wir nicht ohne einander sein. Und dann wurdest du schwanger. Ja, aber mir war sofort klar, dass ich Henriettes Ehe nicht gefährden will. Und deshalb musste ich weg? Bella, nein. Das müsst ihr doch verstehen. Was, Charlie? Dass du zu feige warst, zu deinem Fehltritt zu stehen? Bella, es tut mir so leid. Ich dachte immer, die Ungewissheit sei das Schlimmste. Aber das stimmt überhaupt gar nicht. Du hast mich einfach nur weggegeben, damit deine kleine Affäre nicht auffliegt. Was bist du noch für ein Mensch? Olli. Weißt du dich gar nicht, dass ich mich mit Charlie so gut verstehe? Klar freue ich mich. Ich habe nur keine Ahnung, dass sie schon wieder zurück ist. Dann gleich das volle Programm. Käsespätzlein, Ausflug an den See. Charlie ist echt cool. Ja, ich freue mich auch wirklich, dass ihr euch so gut versteht. Dass sie dann allerdings so kurzfristig abgehauen ist, das fand ich schon ein bisschen schräg. Charlie macht nie Urlaub. Der brannte wahrscheinlich einfach die liegen gebliebene Arbeit unter den Nägeln. Können wir sie nicht mal zum Essen einladen? Ich meine, es wäre doch wirklich schön, wenn wir uns ein bisschen besser kennenlernen würden. Ja, das wäre eine schöne Idee. Du, wir haben die Milch vergessen, oder? Ja. Ich hole noch welche. Danke. Bis gleich. Komm schon, Olli. Jetzt platzt du gleich noch. Ja, das beweist es doch. Erst lügt Charlie mir vor, dass ich keine Schwester habe. Dann taucht sie plötzlich unter, als wäre der Geheimdienst hinter ihr her. Und jetzt kommt sie zurück und meldet sich nicht. Wahrscheinlich gibt's dafür eine ganz harmlose Erklärung. Die da wäre? Vielleicht ist wirklich der Geheimdienst hinter ihr her. Es ist nicht witzig. Was für ein Zufall. Zu dir wollte ich gerade. Olli, ja, ich wollte auch schon bei euch vorbeikommen. Die Urlaubstage haben mir gut getan. Ja, Bella hast du ja schon kennengelernt. Ja. Willst du nicht wissen, wie ich sie gefunden habe? Doch, aber ich habe... Du hattest mich ja gebeten, Arnos Nachlass zu sortieren. Da war ein Brief drin von Bellas Adoptiveltern. An Clarissa. Clarissa heißt das? Charlie, können wir jetzt aufhören mit dem Theater? Du wusstest die ganze Zeit, dass sie meine Halbschwester ist. Und du wusstest immer, dass Clarissa das organisiert hat. Es tut mir leid. Warum hast du mich die ganze Zeit angelogen? Du hast immer gewusst, dass mein Vater eine Affäre hatte und dass diese Frau ein Kind von ihm bekommen hat. Ja. Warum hast du mir dann nie was gesagt? Und warum hast du gelogen, als Arno mir diesen Brief geschrieben hat? Ich wusste, dass Papa... Willst du einen Tee? Ich will wissen, warum du gelogen hast. Olli, glaubst du vielleicht, das hätte mir Spaß gemacht oder ich hätte es mir leicht gemacht? Henriette ist meine Schwester. Wir waren zwar nicht immer einer Meinung, dazu sind wir auch viel zu verschieden, aber... Sie ist meine Schwester. Aber? Bellas Mutter hat sich von deinem Vater getrennt, als sie schwanger wurde. Die Geschichte war zu Ende. Also was hätte es gebracht, wenn ich noch gesagt hätte, was ich weiß? Es wäre die Wahrheit gewesen. Ja. Und das Ende eurer Familie. Olli, du kennst deine Mutter. Sie hätte es ihm nie verziehen. Sie hätte sich sofort scheiden lassen. Aber warum hast du nichts gesagt, dass Arno diesen Brief geschrieben hat? Papa ist schon ewig tot. Ja, aber deine Mutter nicht. Ich wollte nicht, dass sie es so erfährt. Das heißt, du wolltest mir für den Rest meines Lebens vorenthalten, dass ich eine Schwester habe? Nein, Olli. Aber das ging mir einfach alles zu schnell. Ich musste erst mal einen klaren Kopf bekommen. Und deshalb bin ich weggefahren. Okay. Es war wirklich ziemlich viel in letzter Zeit für dich. Annos Tod... Dann diese Geschichte. Olli, sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt wirklich ins Schneiders. Da wartet ein Berg Arbeit auf mich. Klar.
Willst du heute Abend vielleicht noch mal bei uns vorbeikommen? Dann können wir in Ruhe reden. Du, sehr gerne. Aber du weißt doch, nach 3 Wochen. Ein andermal gern. Okay. Letzte Woche ist ja überhaupt kein Bordeaux geliefert worden. Hatte ich vergessen, ist aber bereits bestellt. Was genau haben Sie eigentlich gemacht, während ich weg war? Ich habe versucht, Sie so gut es geht zu vertreten. Ja, scheint ja super geklappt zu haben. Aber wir hatten schon jeden Tag geöffnet, oder? Tisch 4. Das muss ja ein toller Urlaub gewesen sein. Charlie? Hi. Oh, das ist ja eine nette Überraschung. Wir wissen, Sie haben viel zu tun, aber Olli erzählte mir von Ihrem legendären Mousse-Schokolade. Und da dachten wir, wir überraschen dich, lassen uns ein bisschen verwöhnen. Ja. Ihr könnt euch dabei besser kennenlernen, reden. Ja, das ist eine schöne Idee. Aber die Arbeit... Charlie, jeder braucht mal eine Pause, auch wenn er gerade erst ein paar Wochen verschollen war. Es wäre wirklich schön, wenn Sie mit uns essen würden. Setzt euch rüber und esst, was ihr mögt. Aber Sie müssen verstehen, ach, ich weiß... Ihr seid so förmlich. Charlie, Bella, Bella, Charlie. Wir sind eine Familie. Ich gewusst hätte, dass das dein Restaurant ist, in dem ich mit meinem Vater war. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Euch geschmeckt. Euch geschmeckt. Ist alles okay bei dir? Du bist doch selbst Gastronom. Du weißt, wie viel in 3 Wochen liegen bleibt. Dass das Schneiders noch steht, das grenzt sowieso an ein Wunder. In dieses Mousse-Schokolade könnte ich mich reinlegen. Das ist witzig. Charlie sagt das auch immer, und zwar genau so. Sie sind also Schneiderin. Ich meine Schreinerin. Und du bist? Du bist Schneiderin, ja? Schreinerin. Schreinerin. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich würde dich heute gerne noch was anderes fragen. Diese Clarissa hat uns ja erzählt, dass meine Mutter eine Freundin von euch beiden war. Ehrlich gesagt, ich traue ihr einfach nicht. Dabei wüsste ich so gerne, was für ein Mensch sie war. Kannst du mir nicht mehr über meine leibliche Mutter erzählen?